verstehe nicht. Ihr seht aus wie eine Frau. Ach, ich wollte eigentlich gar nicht mehr aufnehmen, aber ich wollte ja nun auch die ganzen Sachen abgeben und versuchen, ein bisschen ballastlos zu werden. Und Stan fragt natürlich wieder. Ich bin eine Frau. Wollt ihr eine Tändelei beginnen, Stan? Nein, ich bin eine Frau. Was ist daran so schwer zu verstehen? Ihr seid ein grauer Wächter. Daraus folgt, dass ihr keine Frau sein könnt. Frauen können keine grauen Wächter sein? Frauen werden Priesterinnen, Handwerkerinnen, Verkäuferinnen oder Bäuerinnen. Aber sie kämpfen nicht. Das ist keine sehr umfassende Liste. Das ist keine allgemeine Wahrheit. Manche Frauen kämpfen durchaus. Warum sollten Frauen Männer sein wollen? Das ergibt keinen Sinn. Glaubt ihr, sie könnten keine Frauen sein, weil Frauen nicht kämpfen können? Nichts von dem ergibt Sinn, Stan. Sie wollen keine Männer sein, sie wollen Frauen sein, die kämpfen. Möchten sie auch auf dem Mond leben? Das ist ebenso unerreichbar. Och, wer weiß das schon? Ich bin eine Frau und ich kämpfe. Das geht nicht. Es kann nicht wahr sein. Jemand wird geboren als Kunari. Mensch, Elf oder Zwerg. Das sucht er sich nicht aus. Die Größe seiner Hand, ob er klug ist oder dumm, sein Heimatland, seine Haarfarbe. All das liegt außerhalb seiner Kontrolle. Wir wählen nicht. Wir sind einfach. Aber jeder kann sich aussuchen, was er tun möchte. Wirklich? Wir werden sehen. Der immer mit seinem... Oh, er stimmt tatsächlich zu. Der immer mit seinem... Wirklich? Wir werden sehen. Gut, das war jetzt ein kleines Zwischenstück. Dann sehen wir uns hoffentlich gleich an der Stelle wieder, wo wir bei der letzten Folge aufgehört haben. Bis gleich. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Age Origins. Es ist jetzt gerade mal ein paar Stunden her, dass ich aufgehört habe zu spielen. Ich habe aber hinterher noch ein bisschen was gemacht. Ich habe unser Inventar ein bisschen freigeräumt. Ein bisschen. Wir sind jetzt auf 70 von 100. Habe hier den Moloch-Helm aufgesetzt, weil ich fand, dass der... Auch der passt nicht wirklich zu unserer Rüstung, aber ich fand, er passte ein bisschen besser zu der Rüstung. Und das hier im sexy Outfit ist nicht Severin, sondern es ist Liliana. Ich habe Liliana mitgenommen. Habe auch schon alle Kisten ausprobiert, die wir stehen lassen mussten. Einige davon konnte selbst Liliana nicht öffnen, weil uns anscheinend die höchste Stufe fehlt. Was ist noch in der kurzen Zeit passiert? Ich habe das Buch endlich benutzt. Wir hatten ja noch einen Fähigkeitspunkt, beziehungsweise ein Buch. Und das habe ich benutzt und ich habe es tatsächlich dafür benutzt, das verbesserte Überleben zu skillen in der Hoffnung. Ich weiß, das ist vielleicht dumm und ich brauche ganz dringend eigentlich die meisterhafte Kampfausbildung. Und ich würde auch ganz gerne Manipulation noch weiter ausbauen. Aber wie es immer ist, ich möchte die Quest auch ganz gerne mitnehmen. So, wir stehen jetzt davor, von da kommen wir. Wir müssen... Nee, wir müssen in die Richtung. Ich bin gespannt. Ich denke mal, es werden uns weitere Drachen erwarten. Und was mich irritiert ist, wir suchen ja eigentlich Schattenreißer. Und es wurde bislang immer von ihm gesprochen. Und trotzdem haben die Werwölfe, die wir vor dem Betreten der Ruinen getroffen haben, gesagt, wir müssen die Herren beschützen. Also frage ich mich, was kommt da jetzt? Werden es feststellen und ich befürchte, es werden noch mehr Spinnen sein, oder? Ich werde mich da nie dran gewöhnen. Oh Gott. Ich werde mich da nie dran gewöhnen. Kann man die betäuben damit? Ich weiß es nicht. Au! Oh, oh, mach
die? Was macht die? Autsch, 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 autsch. Oh, was macht die für einen fiesen Angriff? Verdammtes Mistvieh. Okay, die ist hinüber. Okay, die haben wir. Bleib gefälligst unten. Besser ist. Oh, was für ein fiesen Angriff. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade geholfen hat, dass wir unbezwingbar gemacht haben. Oh. Ja. Der Drache hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht, gegen den wir jetzt zwischendurch kämpfen mussten. Jetzt frage ich mich, müssen wir gegen eine Riesenspinne kämpfen? Wobei, die sind ja hier schon nicht klein, die Spinnen. Und wir hatten ja schon eine Spinnenkönigin einmal. Ach, verdammt. Kann Liliana das eigentlich feststellen, wenn hier... Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, solche Fallen kann sie, glaube ich, nicht. Und überall liegt hier dieses Ensemble auf dem Boden verstreut. Da ist wieder so ein Geist. Geisterjunge. Mami? Mami Namara-san. Beruhige dich, sag mir, wer du bist, Kind. Suchst du deine Mutter? Ich kann dir bei der Suche helfen. Kannst du mich hören? Was machst du hier? Ach, halt einfach die Klappe, das ist doch sinnlos. Wen auch immer du suchst, er ist nicht mehr hier. Beruhige dich, was siehst du? Okay. Ich glaube, es hat keinen Sinn, mit denen zu reden. Okay, das sind das schlurfende Skelette, rasendes Skelett. Ja, gut. Legen wir einfach los. Das ist ein schlurfendes, wo ist denn das Rasen, ne? Verzehrendes. Da. Okay, machen wir erst das Rasende down. Haben wir. Dann haben wir hier noch ein rasendes. Stopp, wer bist du denn? Ein schlurfendes, okay. Gut, Liliana hält sich ein bisschen raus. Wind ist mir eigentlich fast ein bisschen zu viel drin im Geschehen. Den haben wir auch. Liliana hält sich ganz gut gegen das eine Skelett. Ja, wir haben es. Gott sei Dank. Von der Kombination her hätte ich ganz gerne tatsächlich Alistair, Liliana und Cedric mitgenommen. Aber ich möchte nicht wirklich auf... Erst einmal nicht unbedingt auf einen Magier verzichten. Und Vin ist wirklich klasse. Weil wie ihr wünscht. Sie hilft, wenn es drauf... Schon wieder Damisan. Das haben wir schon... Das habe ich schon mal aufgenommen. Da, Damisan. Okay. Ich habe auch ganz viel von den anderen Sachen. Auch wenn sie alle einen Titel haben. Das klingt dann irgendwie so, als wenn das was Spezielles ist. Aber ich glaube, es ist es nicht wirklich. Deswegen habe ich auch da ganz viele Sachen verkauft, weil sonst, bevor ich nicht Awakening spiele, habe ich eh keine Kiste. Und Awakening ist, glaube ich, anschließend. Oder es läuft es parallel? Ich weiß es nicht, aber ich möchte es nicht einfach anfangen. Weil das für mich schon wieder ein gesondertes Projekt wäre. Gut, fangen wir an. Also werden wir wohl ohne Kiste auskommen müssen.
Apropos Kiste. Ja. Ja, ich nehme erstmal wieder alles mit. Das kann ich eh nicht vermeiden. Da bin ich halt Jäger und Sammler. So, die andere Seite scheint auch eher noch so eine kleine. Ja. Ein Sarkophag. Mhm. Natürlich. Extravagante Schriftrolle, ein Geschenk. Und eine Tafel. Diese Erdtafel ist voller kleiner bildlicher Darstellungen. Eine geschnitzte elfische Tafel. Sollten wir das lesen? Das Elfenritual? Okay, das lese ich jetzt. Das gehört zu den Notizen. Die hier dargestellten vier Felder sind vermutlich Teile eines weitaus größeren Wandgemäldes. Das oberste Feld zeigt einen Krug, der bis oben hin mit Wasser gefüllt ist und auf einem Altar steht. Drei Elfen in Roben stehen um den Altar herum, während mehrere Elfen in Kriegsmontur ein wenig neben ihnen stehen. Direkt darunter sieht man alle Elfen, die in Roben und die in Rüstung, wie sie sich mit Gesten des Gebets vor dem Altar niederwerfen. Die dritte Schnitzerei von oben zeigt eine der drei Gestalten in Robe, eine Frau mit einer großen Gesichtstätowierung, wie sie aus dem Krug trinkt, während die anderen Elfen zusehen. Das unterste Feld zeigt die tätowierte Frau, wie sie bis zur Hüfte in einem Wasserbecken steht. Sie hält den Krug in den Händen und gießt daraus Wasser in das Becken. Die Elfen in Rüstung beugen das Haupt vor ihr. Beschreibung einer seltsamen Tafel. Und wir haben das Elfenritual als Quest bekommen. Vollende das uralte Ritual. Die irdende... Oh, Entschuldigung, es ist früh am Morgen. Genauso wie es gestern spät in der Nacht geworden ist. Oh. Die irdene Tafel, die du gefunden hast, ist mit Schriftzeichen bedeckt, die möglicherweise elfisch sind. Die meisten sind verblichen und nicht mehr zu entziffern. Aber es gibt zahlreiche Abbildungen, die eine Art Reinigungsritual zu beschreiben scheinen, das vor der Totenehrung durchgeführt wird. Die erste Abbildung zeigt einen gefüllten, irdenen Krug, der auf den Altar gestellt wird. Auf der zweiten ist ein Elf zu sehen, der betend vor dem Altar kniet. Auf der dritten Abbildung nimmt der Elf einen einzelnen Schluck aus dem Krug. Die vierte zeigt, wie der Elf den Rest des Wassers in einen Teich gießt. Die letzte zeigt eine kunstvoll gearbeitete Tür, bei der unklar ist, ob sie sich öffnet oder schließt. Vollende das uralte Ritual. Ich bin gespannt. Gut, weiter geht's. Da liegen schon wieder Waffen und das sind... Oh, da kommen bestimmt wieder Spinnen. Warum? Vielleicht sollte ich die mal eben triggern. Okay, bleibt mal hier stehen, Kinnings. Oh, ich hasse es. Aber nichts. Huch, oh mein Gott. Jetzt konnte ich hier gerade im Kopf gucken. Heißt das, da kommt jetzt auch nichts? Okay, warte mal, dann hole ich mal eben die anderen nach. Anscheinend. Das ist jetzt aber unheimlich. Es ist schon fast unheimlicher, dass jetzt nichts kommt. Denn dann erwartet man was richtig Gemeines. Hier ist alles leer. Und was sind das für seltsame Masken? Okay. Die sehen eher so maritim aus. Okay, ist das schon wieder ein Gebietswechsel? Obere Ebene, tatsächlich. Bin ich jetzt zurückgegangen? Ich bin zurückgegangen. Oh, wie dämlich. Gut, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, die Räume kommen mir so bekannt vor. Oh, weißt du, und ich renne da so, oh nein, was wird jetzt kommen? Oh nein, oh Gott, es tut mir so leid, Entschuldigung. Ich bin einfach nur zurückgelaufen.
Aber ist das nicht auch irgendwie ein bisschen der Sinn der Sache, dass man sich hier verläuft? Stimmt, wir waren hier in dem Raum. Da ist die Tür. Durch die Tür müssen wir. Oh Gott, sorry. Es tut mir leid. Aber eigentlich ist der Effekt schon wieder cool, oder? Also ich bin einfach zu dumm dafür. Gut, gehen wir durch die Tür. Aber es sieht trotzdem nach mehr Spinnen aus. Und das mag mir nicht gefallen. Können wir darüber laufen? Können wir. Oh, da sind Gegner in dem anderen Raum. Das heißt... Was ist das, eine Treppe? Das heißt, ich gehe erstmal in den Raum. Wird erledigt. Nee, das sieht aus, als wenn es hier richtig weitergeht. Oder... Ich könnte natürlich jetzt auch auf die Karte richtig drauf gucken. Also das sind auf jeden Fall schon mal Gegner. Ich sehe sie. Es sind Skelette. Okay. Damit komme ich klar. Win ist aufgestiegen. Sieh dich vor. Das machen wir gleich. Erstmal eben. Wie ihr wünscht. Oh. Die anderen. Das sollte kein Problem sein. Oh, jetzt kreisen wir uns hier ein bisschen ein. Alistair, kannst du bitte bei uns bleiben? Das sind verdammt viele, okay? Liebe Gut, den haben wir. Deine Wut ist deine Schwäche. Manchmal verstehe ich das nicht ganz. Ich muss die Musik nochmal leiser machen. Wobei, nee, die Nebengeräusche sind eigentlich das Problem. Ich habe jetzt wegen der ganzen Skelette, habe ich das nicht verstanden, was sie gesagt hat. Du lässt Win in Ruhe. Okay, wir haben's. Wir haben's. Sehr gut. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt mal eben die Effekte ein bisschen leiser gestellt. Weil es doch sehr laut ist. Und diese ganzen Sterbegeräusche müssen wir auch nicht haben. Zerbrochene Kiste, Elfenwurzel, alles klar. Zerstörter ein Phylakterion. Oh Gott, Lizzie, du weißt, was das heißt, ne? Erstmal lassen wir Win aufsteigen. Win bekommt 2 Willenskraft und einmal Magie. Meisterhafte Kampftaktiken hat sie zum Beispiel schon. Was geben wir ihr denn noch? Magier verkraften mehr Schaden durch Angriffe, bevor ihre Zauber unterbrochen werden. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Giftherstellung und sowas braucht sie alles überhaupt nicht. Also kriegt sie Kampfausbildung. Sehr gut. Wir könnten ihr Arkane Meisterschaft geben. Der Magier hat sich mit den arkanen Künsten intensiv beschäftigt und erhält einen permanenten Bonus auf Zauberkraft. Das ist echt nicht schlecht. Der Zaubernde belegt einen Verbündeten mit einem schützenden Zeichen, das dessen Gesundheit wiederherstellt, wenn er dem Tode nahe ist. Auch nicht schlecht. Wollte ich hier nicht irgendwas anderes geben? Heldenhafte Verteidigung. Ja, schirmt einen Verbündeten mit Magie. Aber ich glaube, das summiert sich nachher auf die ganze Gruppe, ne? Solche Sachen. Da haben wir gar nichts. Gut, sowas können wir jetzt gar nicht mehr. Also entweder Lebenswächter, was nicht schlecht ist. Streiterzaubernde Wellen, heilender und reinigender. Oh, das sind alles so gute Sachen. Also entweder heldenhafte Verteidigung. Ich würde sagen... Machen wir erstmal das für sie.
Permanenter Bonus auf Zauberkraft. Ich mach das erstmal und dann gehen wir auf die anderen Sachen. Oh Gott, es ist ein Phylakterion. Wir wissen alle, was das letzte Mal passiert ist. Wird erledigt. Die Struktur dieses kunstvoll gearbeiteten Artefakts ähnelt der eines Edelsteins. Es scheint Blut darin eingeschlossen zu sein, das nach all der Zeit noch immer frisch und flüssig ist. Der Edelstein vibriert leicht. So, deinen Begleitern das Artefakt zeigen, versuchen den Edelstein zu öffnen, einen Edelstein öffnen, den Edelstein berühren, den Edelstein aufbrechen, das Artefakt in Ruhe lassen. Ganz ehrlich, ich zeige das meinen Begleitern. Wir wissen nur wenig über die Magie, die die Elfen zur Zeit Alethens verwendet haben. Die Magister von Tevinter waren mehr daran interessiert, die Elfen zu unterdrücken, als ihre Geschichte aufzuzeichnen. So wie es aussieht, würde ich darauf tippen, dass dieser Gegenstand eine Art Phylakterion ist, das die Essenzen lebender Wesen aufbewahren sollte. Vielleicht sogar eine Art Geist. Es scheint eine Art Phylakterion zu sein, das auf magische Weise die Essenz eines Magiers konserviert. Es würde mich allerdings überraschen, wenn das alles wäre. Ist das da drin Blut? Wem es wohl gehört? Nach so langer Zeit müsste es eigentlich eingetrocknet sein. Also ist sicher Magie im Spiel. Was möchtest du tun? Versuchen, den Edelstein zu öffnen. Also ich würde einen Edelstein normalerweise nicht versuchen zu öffnen, weil ein Edelstein ist ein Edelstein. Ihn berühren. Der Edelstein fühlt sich warm an und dein Verstand wird augenblicklich von Visionen, Bildern und Erinnerungen eines Lebens überschwemmt, das nicht dein eigenes ist. Oh oh. Als die Präsenz in dem Edelstein deine Berührung wahrnimmt, ist sie anfangs beunruhigt. Sie zieht sich verängstigt zurück und die Bilder in deinem Verstand handeln von Gefangenschaft und Einsamkeit. Es tut mir leid, ich wollte euch keine Angst machen. Die Präsenz beruhigt sich und ist dann hin und her gerissen. Sie möchte nicht, dass du gehst, sondern bittet dich zu bleiben. Weitere Bilder schwappen durch deinen Verstand. Sie erzählen von der Zeit, die die Präsenz in dem Lebensstein verbracht hat, von den Zeiten, in denen sie geschlafen hat, verrückt geworden ist und dann wieder geschlafen hat. Die Präsenz hat keinen Namen, an den sie sich erinnern kann. Was du wahrnimmst, ist ein Elf, ein Magier in einer schimmernden silbernen Rüstung, aber das war vor so langer Zeit, dass die Erinnerung fast im Nebel zu verschwinden scheint. Was ist das für ein Ort? Was ist hier geschehen? Wie seid ihr in diesem Edelstein gelandet? Wart ihr einst ein Magier? Habt ihr irgendwelche hilfreichen Informationen für mich? Gibt es irgendetwas, was ich für euch tun kann? Eine ganze Weile gibt es keine Bilder mehr. Alles, was du spürst, ist schreckliche Einsamkeit. Das Gefühl, gefangen zu sein und ein Verstand, der nur noch schwach anwesend ist. Die Präsenz könnte ihr verbliebenes Wissen, wie man ein arkaner Krieger wird, mit dir teilen. Auch wenn du selbst keine Magierin bist, könntest du es diejenigen lehren, die es sind. Das ist alles, was die Präsenz dir noch anbieten kann. Ihre letzten Erinnerungen. Im Gegenzug bittet sie dich nur um eines vergessen. Oh Mann, das ist schon traurig, obwohl das nur eine Präsenz ist. Ihr könntet mich lehren, ein arkaner Krieger zu werden? Die Bilder, die dir die Präsenz schickt, sind verzweifelt. Sie wird dir alle Erinnerungen geben, die sie besitzt. Wer auch immer den Weg des arkanen Kriegers einschlägt, wird der Letzte dieses Ordens sein. Wie könnte ich euch diese Erlösung bringen, nach der ihr euch sehnt? Die auftauchenden Bilder sind schwach und undeutlich. Du siehst einen steinernen Altar, auf dem der Lebensstein liegt. Der Lebensstein vibriert und explodiert dann, wodurch die Präsenz darin für immer vernichtet wird. Das Gefühl von Sehnsucht, das auf dieses Bild folgt, ist intensiv und nahezu verzweifelt. Sollten wir noch mehr fordern? Ich habe zu viel Mitleid. Und ein arkaner Krieger zu werden, ist schon verdammt viel. Ja, ich versuche euch zu helfen. In die Bilder mischt sich das Gefühl der Verzweiflung. Die Präsenz kann sich nicht daran erinnern, wo der Altar steht. Sie weiß nur, dass der Lebensstein darauf platziert werden muss. Mit dem Edelstein auf den steinernen Altar zu gehen.
Je näher der Lebensstein dem Altar kommt, desto stärker wird die Präsenz von ihren Gefühlen überwältigt. Könnte ihr endloser Albtraum wirklich vorbei sein? Die Bilder, die du empfängst, stellen dir eine eindeutige Frage. Möchtest du die Fähigkeiten der arkanen Krieger noch immer lernen? Die Präsenz ist jetzt bereit, sie dich zu lehren. Ich tue das aus Mitleid, ihr müsst mir dafür nichts geben. Nein, ich habe kein Interesse. Ja, gebt mir eure Erinnerungen. Die Erinnerungen überschwemmen deinen Verstand. Sie sind vage und unvollständig, aber sie reichen aus, um einem Magier einige der Fähigkeiten zu verleihen, die die arkanen Krieger einst besaßen. Weiter. Die Präsenz bittet dich jetzt, dein Versprechen zu halten und sie aus ihrer ewigen Gefangenschaft zu befreien. Ihr könntet mir später noch nützlich sein. Nein, sowas mache ich nicht. Sicherlich könnten wir dann einen anderen Verlauf haben, aber nein, das Artefakt auf den steinernen Altar legen. Die letzten Bilder, die du von der Präsenz empfängst, drücken reine Freude aus. Das Vergessen ist eine unendliche Erleichterung. Alistair stimmt zu. Oh, Spezialisierung freigeschaltet. Was haben wir denn da? Ach so, können wir so noch nicht sehen, ne? Müssten wir, warte mal, wie war das denn? Fähigkeiten. Lissy, Macht des Blutes. Habe ich irgendwas Neues? Nicht wirklich, ne? Wo macht sich das denn bemerkbar? Ich weiß es gar nicht. Spezialisierung freigeschaltet. Wo macht sich das denn bemerkbar? Macht sich das bemerkbar? Gar nicht im Moment. Spezialisierung freigeschaltet. Keine Ahnung. Nach Jahrhunderten gesehen, der arkane Krieger. Haben wir geschafft, ne? Ja, absolviert. Fertig. Wie auch immer. Ich denke mal, ich komme da noch hinter. Ich werde es sicherlich noch irgendwo entdecken. Okay, das war schön. Da hat man regelrecht nur durch das Lesen tatsächlich geschafft, Mitleid zu empfinden. So, da hinten ging es, ich glaube, da hinten geht es hauptsächlich weiter, aber kann auch sein, dass nicht. Oh oh. Oh oh. Na komm, irgendwo müssen wir ja anfangen aufzuräumen. Ha, aber nicht mehr heute. Während die roten Punkte anscheinend immer mehr werden, muss ich jetzt mal eben ganz schnell sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch Lissy.